Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, dass ich euch die besten Belege empfehlen möchte, die man noch unter 50 Euro UVP bekommen kann. Und tatsächlich, und das ist schon ein bisschen erschütternd, gibt es gar nicht mehr so viele, vor allem die ich auf diesem Kanal oder Mustafa getestet haben. Aber wir haben uns trotzdem die Mühe gemacht, ein bisschen was rauszusuchen und haben 5 Empfehlungen plus einen Joker, wo ihr auch in vielen Läden auch mit Rabatten noch einen guten Preis bekommen sollt. Wenn euch das Video dann gefällt, gebt uns gerne ein Like, abonniert uns, falls noch nicht getan, und schreibt mal in unsere Kommentarleiste, welche Belege ihr spielt und was ihr bereit seid auszugeben. Der erste Belag, den wir bei uns auch auf dem Kanal getestet haben, übrigens hier, das hat Mustafa erledigt, ist der Butterfly Glazer 09C. Herausgekommen im Jahre 2023, kostet dieser 44,90 Euro und hat so einen ganz dunkelgrauen Schwamm. Er ist ein Hybride und ist, sage ich mal so, die kontrolliertere Version zum Dignix 019, das ja das Aushängeschild vom Butterfly ist. Der Belag sticht heraus durch relativ viel Kontrolle in etwas gefühlvollerem Anschlag, wobei die 344 Grad Angabe sind so ungefähr 50 bis 52 Grad in europäischem Denken. Kann man sehr, sehr viel Kontrolle haben. Einen schönen Bogen hat man da in der Beiflugkurve und man kann extrem viel Spin erzeugen. Im Gegensatz zum Dignix 0910 fehlt allerdings so das letzte Stück Tempo, was aber, glaube ich, nicht so schlimm ist, denn die Belege sind alle schon sehr schnell, über die wir auch heute reden. Und die kann man wirklich universell einsetzen von, sag ich mal, Kreisliga, Kreisklasse, höhere Kreisklasse bis auch in die überregionalen Ligen. Und diese Belege werden auch dort überall gespielt, die wir heute empfehlen. Der zweite Belag, dies war mein erster Rückhandbelag bei Yola. Das ist der Yola Ryzen Fire. Aktueller UVP 39,90 Euro und ist damit, muss man einfach sagen, relativ günstig. Geworben wird dieser Belag vor allem in Sachen Kontroll-Offensivbelag, sage ich mal die Strategie, die man da so herausziehen kann. Ein erhöhter Sweet Spot, Balltrefferfläche für einfach einen guten Preis mit 39,90 Euro. Ich selbst habe ein ganzes Jahr den Ryzen Fire auf der Rückhand gespielt auf einem Visorous Free Souls und ich war damit einfach grundsätzlich zufrieden. Bin jetzt auf einen Belag gegangen, der auch gleich noch kommt, weil der auch unter 50 Euro gibt. Die großen Stärken waren einfach, es ist der perfekte Vorbereitungsbelag in Sache Spin und Speed und man kann sehr, sehr gut blocken mit diesem Belag. Auch mit der Haltbarkeit war ich insgesamt zufrieden und das macht den Preis auch wirklich zu einem Geheimtipp in Sachen Preis-Leistung. Der dritte Belag unter 50 Euro, den wir hier empfehlen können, den habe ich dir auch mal hier verlinkt. Auch dazu haben wir ein Video gemacht, ist der Vega 10, der Jubiläumsbelag von Xeom. Der Belag ist der Nachfolgebelag vom Xeom Vega Pro gewesen, der wiederum eine Kopie des Tenergy 05er, diesem höchst erfolgreichen Belag ist. Und sowohl der Vega Pro als auch der Vega 10 sind einer der meistverkauftesten Belege in Deutschland. Und allein das sollte schon ein Indikator sein, warum dieser Belag einfach gut ist. Ausgestattet mit 47,5 Grad. Wie viele andere Belege auf dem Markt ist dieser Belag wirklich gut zu spielen, gefühlvoll zu spielen. Und man kriegt die perfekte Mischung aus Tempo, Spin, Katapult, Flugkurve und trotzdem Kontrolle. Wenn ihr, wie gesagt, nochmal genauer was sehen wollt, hier in dem Video. Und der Preis ist auch mittlerweile ein bisschen höher geworden wie alles andere.
auch in Inflationszeiten 43,90 Euro, was immer noch aber ein absoluter Top-Preis ist für diesen Belag. Belag Nummer 4. Schon gehört, dass der eine oder andere damit gespielt hat. Ob es immer noch so ist, weiß ich nicht. Ist der Donic Acuda S1. Preis aktuell 49,90 Euro. Ist so ein bisschen für den Spieler, der relativ schnell spielen möchte, auch hart spielen möchte, am Tisch geeignet. Nicht so sehr aus der Halbdistanz. Und man kommt richtig gut Spin rein. Trotzdem ist der nötige Druck dort. Wenn ihr also ein Liebhaber von Donic seid und gerne am Tisch spielt, empfehle ich diesen Belag sehr. Belag Nummer 5. Das ist mein aktueller Rückhandbelag. Mein neuer Rückhandbelag ist der Tronix ACC von Yola. Dieser kostet neu 49,90 Euro und ist damit absolut auch noch im bezahlbaren Bereich. Die großen Stärken sind das tischnahe Spiel und die Rotationsentwicklung. In dem Video habe ich es ja auch genau getestet und auch erklärt, warum ich mich erst ein bisschen später dafür entschieden habe, weil es anfänglich doch nicht so gut war, aber mit Einheit für Einheit wurde das Spielverhalten für mich besser und auch die Rotation konnte ich dann abrufen. Ich musste ein bisschen was ändern und der Erfolg hat nicht lange warten lassen. Sofort habe ich ein Pfingstturnier gewinnen können, auch weil ich auf der Rückhand viel, viel stärker und war und es einfach nicht so sehr mein Schwachpunkt war. Und da vertraue ich dem Belag sehr und kann ihn euch ohne Umstände empfehlen. Zu guter Letzt, der Joker, der Belag, der ist schon echt lange auf dem Markt, ist ein Butterfly-Rosena-Belag. Wieso empfehle ich ihn? Auch ihn habe ich als gefühlvollen Offensivbelag kennengelernt, der mich nicht im Stich gelassen hat vor etlicher Zeit und sehr viel Kontrolle bietet, eine gute, stabile Flugkurve und man sehr variabel damit ist, flexibel. Er ist unter der Stufe Dignix bei Butterfly, wenn wir bei Butterfly sind, hier ist Dignix, hier ist Tenergy, dann die Glaser-Belege und etwas darunter sind die Rosena in Sachen Dynamik. Aber für Jugendliche, die sich verbessern wollen, ist das vielleicht sogar einer der besten Belege überhaupt in Sachen Ballrückmeldung trotzdem Dynamik hereinzubekommen. Preis mit 34,90 Euro ist super und eine Empfehlung wert. So Leute, ich hoffe, euch haben unsere Empfehlungen gut gefallen. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Materialsuche, Materialfrage und falls ihr euer Material schon gefunden habt, dann auch weiterhin viel Spaß damit. Könnt ihr auch mal da, wie gesagt, darunter schreiben, was ihr spielt. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag noch und bis bald bei Let's Play Table Tennis. Ciao.